rutscht da jetzt im Augenblick die Bremse ein. Das heißt, die Bremse, das ist die Feder, die wo die Bremse wieder aufmachen lässt. Die Bremse gehört da so hin. Mit dem Seil stellt man ein, wie fest das gespannt wird. Und dann muss man es halt einstellen, da, wenn es aufmacht, dass ein minimaler Spalt dazwischen ist. Und wenn man auf Bremsdruck das optimal bremst. Denn optimal bremsen und mit funktionierendem Licht ausgestattet sein, das sollten alle diese Fahrräder unbedingt. Sie werden Ergoldinger Asylbewerbern zur Verfügung gestellt. Wir haben ja bis zu über 500 hier in Ergolding. Die wollen sich natürlich auch bewegen. Die haben gerade die, wo schon in unseren dezentralen kleineren Unterkünften sind, haben viele Behördengänge zum Erledigen. Sie müssen ins Landratsamt, sie müssen zu den Ärzten. Und wir haben zwar eine hervorragende Busverbindung, das ist ja der Vorteil, dass wir an Stadtbussystem teilnehmen. Aber natürlich kostet das Geld. Bis zu 10 Fahrräder am Tag machen Julian Hoffmann, Andreas Reiser, Marco Eichsenberger und Maximilian Seebusch derzeit fit. Die Räder da draußen sind schon wieder einsatzbereit. Die 4 Azubis sind in unterschiedlichen Lehrberufen und Ausbildungsjahren. Sie haben sich freiwillig für die Fahrradwerkstatt gemeldet. Es macht auf alle Fälle Spaß, ja, ein bisschen Abwechslung zu den sonstigen Arbeiten, Rasen, Kram. Aber nicht nur um einen abwechslungsreichen Lehrplan geht es dem Ausbildungsbetrieb. Respekt und kein Platz für Rassismus. Werte, die in der Ausbildung bei BMW eine wichtige Rolle einnehmen. Das Unternehmen ist sich hier als größter Arbeitgeber in der Region auch seiner gesellschaftlichen Aufgabe bewusst. Und so war das natürlich eine wunderbare Aktion, dass wir mit unseren Azubis, sagen wir mal, das sensibilisieren auf das Thema Flüchtlingsproblematik, was ist dahinter, also dass man einfach ein bisschen einen Überblick bekommt über das ganze Thema und unsere Azubis machen das natürlich sehr, sehr gern. Und ja, demzufolge können wir wirklich an der Stelle von einer Win-Win-Situation sprechen. Die Azubis beschäftigen sich mit einem Thema für Flüchtlinge, Fahrräder bereitzustellen und kommen damit natürlich auch in Berührung mit dem Thema Wertschätzung, mit dem Thema Hilfsbereitschaft und das sind Werte, die für uns sehr wichtig sind und die wir auch in unserer Ausbildung immer wieder verankern. Die Aktion führt das Unternehmen übrigens nicht alleine durch. Die Ersatzteile zum Beispiel liefert ein Fahrradgeschäft zum Sonderpreis. Die Firma Radl Bayern, Kumhausen, checken die Räder erst, ja, dann stellen wir die Ersatzteile zur Verfügung. Und nach der Werkstattarbeit hier im Ausbildungszentrum werden die Räder nochmals überprüft und dann gehen sie halt zu der Gemeinde Ergolding über und werden halt dort verteilt. Entstanden ist die Idee aus der Reparatur firmeneigener Fahrräder. Seit September 2015 liegt der Fokus nun auf Fahrrädern für Flüchtlinge. Aber auch anderen Bedürftigen und sozialen Zwecken werden welche zur Verfügung gestellt. Die gespendeten Fahrräder selbst kommen hauptsächlich von den Landshuter BMW-Mitarbeitern, werden aber auch gerne im Werk oder bei der Marktgemeinde Ergolding angenommen. Zwischenzeitlich haben wir versorgt so rund 60 Personen, auch Kinder mit Kinderfahrrädern. Und jetzt kommt übernächste Woche nochmal 20 Bewohner neu in Ergolding dazu. Und die wollen wir dann auch wieder damit versorgen. Und im April, Mai kommen ja nochmal rund 60 oder 50 Asylbewerber in eine andere Unterkunft. Und auch da müssen wir dann schauen, dass wir die mobil machen. Die Arbeit wird Andreas Reiser also nicht ausgehen. Vielleicht bekommt er bald Unterstützung von einem Asylbewerber. Ein 18-jähriger Flüchtling aus Afghanistan absolviert derzeit ein Langzeitpraktikum im BMW-Werk Landshut. Ein weiterer folgt Mitte Februar.